Herzlich willkommen bei einem neuen This War of Mine Let's Play. Wir waren letztes Mal sehr erfolgreich, haben viel Beute gemacht, aber auch fiese Wunden davon getragen. Zwei unserer Spielfiguren sind verletzt. Hier kommt gerade die erste angehumpelt. Ich habe es geschafft, aber ich habe. Was, was? Ich habe es geschafft. Ich habe die Bandagen bekommen und ich brauche sie selbst auch. Welch Ironie des Schicksals. Okay, was haben wir hier? Eine Verletzung bei Pavle, eine Verletzung bei Marco und die anderen sind, der andere ist nur hungrig und müde. Das kriegen wir in den Griff, denke ich. Da wir auch noch ein Verbandszeug haben. Bruno kocht mal wieder. Ohne Gemüse allerdings. Und Marco ist überhaupt nicht müde, liegt aber im Bett. Marco, so geht das nicht. Aufstehen, essen. Danach kannst du dich wieder im Bett ein bisschen erholen. So, Pavla hat sich unterdessen verbunden. Ist immer noch traurig und müde und hungrig. Dann schnapp dir eine Konserve. Bruno geht ins Bett. Marco isst. Jetzt haben wir drei Betten, können alle pennen. Ja, hier wollte ich mal gerade gucken, ob wir schon das Upgrade machen können für die fortschrittliche Metallwerkstätte. Aber da fehlt uns immer noch ein Messbecher oder ein Mixer und Zahnräder. Schade. Machen wir lieber noch ein Sägeblatt. Hier, die Werkstatt können wir verbessern. Die Werkbank. So, es gibt immer was zu tun. In den nächsten Nächten müssen wir ein bisschen leichtere Objekte besuchen, beziehungsweise das eine, was wir von Soldaten befreit haben, können wir auch noch mal besuchen. Auf jeden Fall sollten wir erstmal keine neue Schießerei anfangen, bis die Wunden geheilt sind. Jetzt haben wir mal Kinderbesuch. Die brauchen bestimmt unsere Hilfe, das ist sehr gut. Denn dann werden alle wieder fröhlich. Unsere Mutter ist krank. Bitte helfen Sie uns. Womit? Wir brauchen zweimal Medizin. Habe ich überhaupt so viel? Ich sag mal, warte eine Sekunde oder vielleicht später. Das geht gar nicht. Warte eine Sekunde. Warum warte eine Sekunde? Wir haben selber gar nichts. Oh, es tut mir leid. Wirklich. Ja, vielleicht später, sage ich mal. Sagen die Kinder auch. Immerhin habe ich nicht Nein gesagt, genau. Vielleicht finde ich ja noch was für euch. Okay. Hier haben wir ein kleines Upgrade gemacht. Was können wir jetzt noch da Neues bauen? Ist vieles dazu gekommen. Hier ist die Alarmanlage, da fehlt uns aber auch noch was für. Hier ist der Mixer, den können wir bauen. Ja, und dann wollen immer noch alle reden, bleiben immer noch alle traurig. Schade. Ey, hier unten ist noch ein Tisch, da kriegen wir noch Holz her. Das machen wir noch. Alles nehmen. Gut. Ich mache mir Sorgen um Pavle. Bruno ist top fit, nicht mehr traurig, keine Bedürfnisse hier unten mehr. So lobe ich mir das.
Was ist eigentlich mit Marco? Der ist immer noch leicht verletzt und traurig. Also wir brauchen Verbandsmaterial. Es tut weh, wenn ich stehe. Ja. Dann leg dich doch hin. Wir beenden jetzt den Tag. Vielleicht möchte noch jemand reden. Komm, red mal mit ihm. Dann geht's euch besser. Was ist hier los? Warum redet ihr nicht miteinander? Irgendwie hängt er fest. Ja, dann soll es mir egal sein. Der Tag wird trotzdem beendet. Was machen wir? Das Reisebüro. Ja, da gibt es einiges zu tun. Ja, da liegt noch viel rum. Das machen wir. Plündern. Der ist zwar leicht verletzt und traurig. Egal. Ein Sägeblatt haben wir. Nehmen wir vorsichtshalber noch eins mit. Ich weiß jetzt gar nicht. Nee, die anderen Sachen brauchen wir. Auch Schaufel brauchen wir. Ich hoffe, da rennt keiner rum. Könnte aber sein. Ich habe keine Schusswaffe dabei. Schauen wir mal, wo das hinführt. Ja, wir kommen jetzt von unten durch die Schaufel. Hoffentlich kommt keiner zurück. Dann muss ich mich mit der Schaufel zur Wehr setzen. Hier geht's gar nicht durch. Hier kann man noch was klauen. Unter anderem eine Konserve. Irgendwie höre ich doch da jemanden graben. Oder bilde ich mir das ein? Jetzt habe ich schon Paranoia hier. Hier ist gar keiner mehr. Und hier kommen wir auch ganz schnell raus. Dann können wir hier mal unser Häufchen anlegen. Ich lege ja immer gerne Häufchen an. So auch diesmal. Noch ein Diebstahl. Steht auch noch groß im Privatbesitz drauf. Hier oben ist noch ein roter Ring. Da kommen Geräusche raus. Da könnte sich jemand aufhalten. Brechen wir erstmal die Tür auf. So, wenn er jetzt nicht angelaufen kommt, dann ist es bestimmt kein Ganove, sondern irgendjemand anders, weil durch den Lärm des Aufbrechens würden sie sonst eigentlich runtergerannt kommen. Hier noch ein Aktenschrank. Ich habe gar keinen Platz mehr im Rucksack. Ich muss wieder runter. Drei Schränke auf einmal zum Plündern. So, da müssen wir erstmal wegbringen. So, sind wir wieder fertig. Und rein in die gute Stube. Wollen wir erstmal hochgehen? Ich bin irgendwie neugierig, was hier oben los ist. Schauen wir mal durchs Schlüsselloch. Und was ist das? Da sitzt einer. Freund oder Feind? Man weiß es nicht. Wie sieht der aus, der Kumpel? Sollen wir den rauslassen? Der ist eingesperrt. Ich bin mal so frei.
Hoffentlich rächt sich das nicht. Ich bin nämlich unbewaffnet. Tun Sie mir nicht weh. Sie haben mich gefangen genommen. Ich bin eine Geisel. Stimmt das? Er rennt auf jeden Fall weg. Ich glaube, der ist heilfroh, hier wegzukommen. Dann haben wir ja eine gute Tat getan. Eine Notiz ist in die Wand gekratzt worden. Ich höre jede Nacht Schreie. Lange halte ich es nicht mehr aus. Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem sie mich holen. Gott, rette mich, bitte. Ja, okay. Ich habe dich gehört. Da bin ich und rette dich. Hier ist noch Schutt. Oh, hier liegt eine Leiche unterm Leichentuch. Schaut mal. Diese Leichen, sie sind furchtbar geschunden. Diese Wunden wurden mit extremer Grausamkeit zugefügt. Wer auch immer das getan hat, muss ein verrückter Psychopath sein. Da seht ihr, wen wir umgebracht haben. Da brauchen wir nachträglich keine Tränen vergeuden. Und mein Rucksack ist schon wieder voll. Und wir sind noch nicht durch mit dem Plündern. Bringen wir mal die Sachen raus. Einmal gehen wir noch rein. Ja, hat das was mit Gier zu tun? Ich weiß es nicht. Wir haben noch Zeit, also nutzen wir einfach die Zeit. Schippe brauchen wir nicht mehr. Aufbrechen müssen wir, glaube ich, auch nichts mehr. So, noch schnell einmal die Treppe hoch. Da waren noch schöne Sachen in den Schränken, nehme ich an. Hier, die waren gut gesichert. Den einen haben wir schon halb geplündert. Da ist nur noch Schrott drin. Nehmen wir trotzdem mit. Und hier hatten wir. Oh, ah, die ist kaputt. Das sind leider hier eine kaputte Schussweste. Schusssichere Weste und ein Gewehr brauchen wir auch nicht wirklich. Habe ich erzählt, hier sind schöne Sachen drin. Das sind voll die langweiligen Items. Das war jetzt nicht befriedigend. Kriegen wir die Tür von der Seite auf? Ja. Hier müsste doch auch noch was rumgelegen haben. Und dann machen wir die Biege. Nichts mehr. Hier unten. Haben wir eigentlich schon mal hier unten? Scheint nicht. Nur Abfall und Schmutz. Ja, dann soll es mir reichen. Ab geht's nach Hause. Der Kühlschrank. Was ist mit dem Kühlschrank? Den kann man doch nicht übersehen. Das hätte ich fast da liegen lassen. Beste frische Lebensmittel. So, da haben wir wirklich doch noch fette Beute gemacht. Jetzt müssen wir Prioritäten setzen, was wir mitnehmen. Wie das immer so ist. So, alles raus erstmal hier. Den ganzen Schrott. Nee, ja. Nee, ja, nee. Das nehme ich wieder mit. Das brauchen wir für die nächste Runde. Wo wollen wir eigentlich als nächstes hingehen? Die Wunden sind noch nicht versorgt, richtig? Also, die sind noch nicht geheilt. Hiervon brauchen wir auch noch. Ah, so eine Weste. Vielleicht repariere ich die mir, ja. Zahnräder sind auch nicht unbedingt so billig beim Händler zu bekommen. Nehme ich mit. Okay. Ach, die Tabletten. Die können wir auch nicht da lassen. Die brauchen wir auch zum Handeln zur Not, wenn wir die nicht selber brauchen. So. Einverstanden. Rennen zum Ausgang. Voran. Markus zurück. Wir hatten diese Nacht nur einen Wachtposten, aber wir haben alle die ganzen Wände verbarrikadiert. Vielleicht hat das ja was genützt, dass die Plünderer uns verschont haben. So, heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Ja, finde ich auch. Wie ist denn eure Stimmung? Keiner mehr traurig? Nee, nur hungrig und müde. Endlich. Und wir haben Suppengrün. Da kann uns der Bruno was kochen. Okay.
Okay, dann direkt 4 Portionen auf einmal. Halt dich ran. In der Zwischenzeit. Ja, da lohnt sich nicht echt, irgendwas anzufangen. Kommt alle hoch, holt eure Suppe ab. Mal ein kurzer Blick in die Bio. Wenn wir überleben, können wir Marco dafür dankbar sein. Ja. Stimme ich zu. Und stelle mich auch für meine Suppe an. Könnte ich wirklich jetzt auch essen? Mh, wie das duftet. So ein warmes Süppchen im Bauch, da vergisst man den Bürgerkrieg um sich herum. Nicht wirklich. Jeder kommt dran. Leicht verletzt ist er immer noch. Bandagen haben wir keine mehr. Leg dich ins Bett, das hilft auch ein bisschen. Und du bist hungrig, leicht verletzt und müde. Es klopft an der Tür. Wer ist fit von euch? So. Sind das wieder die Kinder? Oh nein, das sind die Kinder. Wie unangenehm. Wir müssen sagen, dass wir immer noch keine Tabletten für die Mami haben. Also ich habe... Oh, ich habe eine Tablette. Reicht das? Sollten wir die abgeben? Ich weiß nicht, ob das reicht. Die wollen ja eigentlich zwei haben. So, komm, wir machen mal eine große Tat hier. Mama freut sich doch auch über eine Tablette hier. Unsere Mutter ist krank. Bitte helfen Sie uns. Selbstverständlich. Wir brauchen eine Tablette. Ja, bitteschön. Danke. Ja, dann bringt das mal zu Mama. Und schon können wir hier in die Bio gucken. Diese Kinder sind sehr tapfer. Sie riskieren ihr Leben, indem sie durch dieses Viertel gehen, um ihre Mutter zu retten. Die nehmen sofort Bezug drauf. Okay. Leicht verletzt. Ab ins Bett. Und dann beenden wir den Tag und schauen, was die nächste Nacht bringt. So, leider der Militärstützpunkt ist immer noch nicht verfügbar. Dann würde ich sagen, die Baustelle. Ja, die ist so ein bisschen kompliziert aufgebaut. Ich erinnere mich vage. Da brauchen wir einen schnellen Läufer, aber der ist leicht verletzt. Da sind auch auf jeden Fall Ganoven. Ja, komm, wir probieren das mal. Das ist eine komische Geschichte. Ich mag die Baustelle nicht besonders. Aber was soll's. Brecheisen, zur Not auch die Schippe, zur Not auch die Axt, um sie jemand auf den Kopf zu hauen. Ah, nicht wirklich. Ein Platz vergeudet. Dann die Schrotflinte, um Munition zu sparen. So viel haben wir nämlich nicht. Dann nehmen wir so 30 Schuss mit. Ein bisschen was lassen wir da. Messer. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Nee, wir machen alles so. Ja, da ist sie, die Baustelle. Nee, ich mag sie jetzt schon nicht. Ich weiß nicht, warum das so verzweigt. Man weiß nicht, wo man dran ist. Dann schießen die Idioten von da oben mit einem Scharfschützengewehr. Das kann man auch jetzt gleich klauen, wenn man die überwältigt. Aber erstmal muss ich hochkommen. Ich glaube, erstmal geht das hier lang. Vielleicht nehme ich auch mal eine Waffe in der Hand, wenn gleich einer vor mir steht. Ne, müssen noch höher. Aber gleich, da sind sie schon. Da sind sie schon. Kann ich die von hier oben schießen, tatsächlich? Der schießt mit dem Scharfschützengewehr und Pavle ist gestorben. Ich bin aber auch sowas von schlecht, Leute. Ich lege mich mit Scharfschützen an, der 3 Etagen über mir steht und ich habe nur selber eine Schrotflinte. Das gehört bestraft und das wurde bestraft. Pavle ist gestorben.
Auf der Suche nach Vorräten wurde er getötet. So viel zu der tollen Moral im Team. Jetzt sind wieder alle am Boden zerstört. Obendrein sind wir noch ausgeplündert worden, aber die haben sich wenigstens verteidigt. Wir haben alles verloren an wichtigen Werkzeugen. Die Leiche liegt noch da und es ist wie immer, ich werde Pavle rächen. So viel steht fest. Also, ich hoffe hier, ihr seid nicht am Boden zerstört oder sowas. Ich brauche euch jetzt. Die Halunken hole ich mir, aber ich nehme das auch die volle Verantwortung für diesen militärischen, wollte ich schon sagen, Fehlschlag. Also wirklich ganz schlecht gespielt. Hungrig, leicht verletzt, müde. Applaus, Applaus. Hungrig, da steht doch noch was auf dem Herd. Pavle, das darf jetzt nicht wahr sein. Ja. Die Scharfschützen auf der Baustelle haben Pavle getötet. Und den einen habe ich auch nur verletzt oder sogar schwer verletzt, aber einer rennt noch mindestens rum, wenn wir gleich uns da hinbegeben und Rache üben werden. Hungrig, müde. Ja, schnell eine Konserve. Ich habe jetzt auch keine Lust, was zu bauen. Ich will jetzt nur noch Rache, Rache, Rache. Leicht verletzt. Rache muss man ja warm servieren, oder wie heißt das Sprichwort? Schreibt mal in die Kommentare, wie das Sprichwort richtig heißt. Leicht verletzt, müde. Ab ins Bett. Ich brauche euch jetzt für die Kill-Mission. Da steht einer vor der Tür, der will handeln. Ja, das ist der Händler. Ich schätze ihn sehr, aber ich habe jetzt keine Lust zu handeln. Nee, wirklich nicht. Nee, mache ich auch nicht. Pavel ist gestorben. Baustelle ist besuchbar. Jetzt seid ihr fällig, meine Lieben. Mit einem leicht Verletzten bin ich da auch noch hingegangen. Vielleicht sollte ich lieber den Bruno schicken. Der kann zwar nichts. Ja, ich mache das. Bruno, du bist ein Koch. Koch uns ein tolles Todessüppchen. Plündern, du stehst Wache. Jetzt vergesst nicht, irgendwas einzupacken. Ich habe noch nicht mal. Ah, ich habe noch nicht mal ein Brecheisen. Hoffentlich ist da nicht eine Tür verriegelt und ich komme da nicht weiter. Nimm ein Messer, nimm ein Tomahawk. Ich bin heiß auf Scalps. Ich habe nur 5 Munition, Leute. Ich muss erst unbedingt zu der Leiche von Pavle kommen, um mich aufzumunitionieren oder wie das heißt. Los geht's. Wo seid ihr? Wenn ich jetzt auch noch hier den Bruno verliere. Ich spiele das halt nicht vorsichtig genug, gerade auch schon wieder nicht. Wo ist denn unser Pavle? Der Arme. Ich höre auch nicht mehr die Schützen schießen, das heißt, die rennen hier irgendwo rum. Wo ist Pavle? Hier ist Pavle. Schaut mal. Das ist Pavle. Ah, der liegt da wieder in irgendeinem so Sack drin. Aber jetzt kriegen wir wenigstens die Munition. Ich höre aber auch schon wieder was. Oder ist das der Wind? Okay, der hat hier ordentlich Munition. Alles nehmen. Vielen Dank dafür, Pavle, guter Mann. Ich würde dich gern beerdigen. Die Trümmer versperren den Durchgang. Was machen wir denn da? Ein Glück habe ich meine Schippe mitgebracht. Wo sind die beiden? Ja, das ist doppelt ärgerlich. Wir wollten ja eigentlich auch noch das Scharfschützengewehr haben, obwohl ich dafür eigentlich nie Verwendung habe. Ich habe das noch nie irgendwo eingesetzt. Oder doch einmal testweise und ich war mit der Schussleistung irgendwie nicht zufrieden. Ich hätte mir da mehr erhofft. Jetzt komme ich da nicht hin. Jetzt habe ich gerade den Überblick verloren, wo es hier. Ich muss hier erstmal über die Planken, glaube ich, hier unten lang laufen. Oder kann ich hier oben hoch? Wo steckt ihr? Ja, das kann noch böse enden hier. Aber irgendwie sind die jetzt weg, sagte er und kriegte Kugeln ab. Ich finde sie nicht mehr. Hier oben sind sie nicht mehr. Sind wir mal ein bisschen leiser.
falls ich sie übersehen habe. Hier ist aber nichts mehr. Abgeschlossen von der anderen Seite. Hier könnte man sich zur Not verstecken. Und ich habe ja ein Brecheisen wieder gefunden. Da können wir hier die Tür aufbrechen. Ich wollte Rache und die haben sich verduftet hier. Wer waren das eigentlich? Rebellen oder Soldaten? Ich glaube, das geht auf die Kappe der Soldaten. Ah, das ist super ärgerlich. Können wir noch nicht mal viel mitnehmen. Wir sind jetzt total auf eine Kill-Mission eingestellt. Mit viel Bewaffnung und Kram. Wo seid ihr? Ich kletter jetzt bis ganz nach oben. Hier liegt noch was rum. Es dauert dann ewig, bis wir das haben. Tabletten. Dann lassen wir hier die Zahnräder zurück. Nehmen wir lieber die Tabletten. Das war's, aber jetzt bin ich auf der Spitze und von den Soldaten ist nichts zu sehen. Kommen wir jetzt hier runter? Können wir wenigstens hier die Sperre wegräumen, falls wir doch nochmal hier hinkommen? Ja, das verfestigt meine Meinung über die Baustelle. Ich mag sie nicht und so habe ich auch gespielt. Machen wir hier überall die Tür auf. Ach, die war schon offen. Ups. Jetzt geht's hier noch runter. Ja, ich habe alles abgesucht. Hier ist nichts zu holen. Also holen ja, aber keine Soldaten mehr da. Ah, das ist ärgerlich. Hier unten sind Geräusche, aber es werden Ratten sein. Kommen wir gar nicht hin von der Seite. Gut. Gucken wir noch mal hier ein bisschen. Haben hier irgend... Nee, liegt nichts mehr rum. Das ist nur noch Krimskrams. Ja, das ist schade. Das ist ja fast eine vergeudete Nacht. Nee, nicht wirklich. Wir haben Pavles Kram geholt. Das ist schon ziemlich wertvoll. Und hier ist noch so ein Aktenschrank. Da gucken wir auch noch mal rein. Wonach suche ich? Was würde mich freuen? Ja, Verbandsmaterial brauche ich. Das Scharfschützengewehr können wir uns abschminken. Der erste Tote in diesem Spiel. Ein bisschen Munition, die ge kaputten Gewehre, die können die sich sonst wohin stecken, die brauche ich nicht. Spätestens, wenn wir auf dem Militärstützpunkt waren, haben wir genug Gewehre und können die sogar wegtauschen. Ja, renn zum Ausgang. Ich glaube nicht, dass ich hier nochmal hinkomme. Dafür mag ich den Ort zu wenig. Jetzt noch weniger. Pavle. Tag 14. Ja, wenn man immer das Positive suchen soll in dem Negativen, dann, dass wir jetzt vielleicht wieder jemand Neues vor der Tür stehen haben, der sich uns anschließen will demnächst. Und ja, da lernen wir jemand Neues kennen. Hungrig, müde. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt alles haben, immer noch unsere Sägeblätter und so weiter, damit wir voll einsatzfähig sind für die nächsten Missionen. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Das heißt, die Vorräte halten ein bisschen länger. Erstmal reingucken, was ich habe. Drei Sägeblätter. Ja, ist alles da, allerdings schon ziemlich ramponiert. Wenn wir damit viel arbeiten müssen. Ja, jetzt reicht es erstmal. Dann essen wir erstmal was. Und ich hoffe einfach, dass jetzt gleich der Militärstützpunkt frei ist. So.
Ansonsten könnten wir hier unten mal ein paar Fallen aufstellen und ein paar Kleintiere fangen. Eine Kleintierfalle nennt sich das. Ihr wisst genau, welches Tier damit gemeint ist, was im Keller rumrennt. Lecker Rattenfleisch herstellen. Das stelle ich mir hier unten in den Keller hin. Das ist irgendwie naheliegend. Da kommt doch schon wieder einer anmarschiert. Und das ist nicht der Händler. Nee, das ist eine Frau, glaube ich, mit Rucksack. Die will sich anschließen. Haben wir gerade von gesprochen. Also vermute ich jetzt mal. Machen wir die Falle noch zu Ende. Lassen wir Bruno schlafen. Eigentlich gehört ja der Marco ins Bett. Der ist nämlich noch zusätzlich leicht verletzt. Hier kommt jetzt ein Köder rein. Da nehmen wir immer die Tomate. Da haben wir ja auch ein paar von. Dann sind die auch mal weg. So, das braucht jetzt so ein, zwei Runden, bis da eine Ratte reinläuft. Könnten wir theoretisch sogar noch eine zweite Falle aufbauen. Hört euch wenigstens an, was ich zu sagen habe. Ja, das tue ich doch. Schönen guten. Kann ich bei euch bleiben? Katja? Wer war noch mal Katja? Ist das nicht die talentierte Anwältin? Schneller Blick. Nee, Katja kann gut feilschen. Das ist ziemlich gut, wenn man mit dem Händler zu tun hat. Die handelt dann bessere Preise aus. Also ich habe sie sehr gerne im Team. Allerdings kommt sie ein bisschen spät. Ich habe die gerne am Anfang im Team, wenn ich noch ganz viel handeln muss. So, Katja ist jetzt auch verletzt. Da streiten die sich wieder um die letzte Bandage, die wir gar nicht mehr haben. Ja, dann gibt es auch keinen Streit. Wenn wir keine haben, haben wir keine. Müde ist er auch, ab ins Bett. Wir wollen sowieso gleich weitermachen. So, eine Nacht machen wir noch. Tag beenden. Was haben wir hier? Der Militärstützpunkt ist natürlich noch nicht freigegeben. Ja. Dann haben wir hier noch die Schule und das baufällig besetzte Haus und die Kirche und den Hauptplatz. Fangen wir mal an, mit wem wollen wir das Spielchen denn jetzt wagen? Wieder mit dem Bruno, weil der so gut zu Fuß ist, aber der kann nie genug Sachen mitnehmen. Allerdings ist er noch taufrisch. Dann würde ich sagen, ja. Katja ist gerade gekommen, die kann mal eine Wache übernehmen und Marco ist im Bett. Und wir gehen zum baufällig besetzten Haus. Das wird jetzt so halb spannend sein, denke ich. Obwohl, lass uns das nicht zu früh den Tag nicht vorm Abend loben. Wer weiß, wer da auf uns wartet. Ich nehme sogar mal ein Gewehr mit. Aber ihr seht das schon, wenn ich so viel Kram mitnehme, kann ich kaum noch plündern. Das ist immer so eine Sache. Gut, lassen wir die Axt hier. Und los geht es. Vor dem Krieg wäre das eine Ruine gewesen. Jetzt sieht die halbe Stadt so aus. Ich erinnere mich gerade nicht. Sehe ich hier schon irgendjemand rumspazieren? Noch nicht. Sind wir mal vorsichtig und leise. Gehen wir leise die Leiter runter. Hier kann man sich verstecken. Ja, ich gucke mir jetzt erstmal an, ob jemand zu Hause ist, bevor ich hier anfange zu plündern. Ich höre was poltern. Da sitzt jemand. Und was ist das für einer? Ist das so einer, der aufspringt, sobald man hier ist? Ganz ehrlich, Leute. Ah, ich kann gar nicht Dummheit begehen, weil die Tür ist abgeschlossen von der anderen Seite. Ja.
Ich will gar nicht vorsichtig sein bei so einem Halunken da unten. Jetzt nicht mehr. Da oben ist noch einer und da sind Gitterstäbe. Haben wir unser... Nein, wir haben unsere Säge nicht mitgebracht. Ich mach mal ein bisschen Lärm. Wo kann ich mich dann verstecken? Vielleicht sollten wir das vorher mal klären. Hier unten nur. Tja. Guten Abend, mein Herr. Siehst du, der ist gar nicht so sauer. Ich bin sehr hungrig. Können Sie mir helfen? So gefällt mir das, Leute. Einer von uns wurde von einer Bombe in Stücke gerissen. Er stand zu nah an der Wand. Okay, merke ich mir, falls mal ein Bürgerkrieg ausbricht, nicht nah an der Wand, nicht nah an der Wand stehen. Tut mir leid. Ich hätte jetzt echt was gegeben. Grisha. Wirklich? Soll ich nochmal wiederkommen? Sie erscheinen mir nicht so herzlos zu sein. Darf ich denn den Schrank aufbrechen, Grisha? Vielleicht können Sie mir beim nächsten Mal etwas Essen vorbeibringen. Abgemacht. Du lässt mich hier. Es ist demütigend, doch ich bin gezwungen, um Hilfe zu betteln. Ohne Essen sterbe ich in ein paar Tagen. Oh, jetzt sind wir moralisch verpflichtet, hier Essen vorbeizubringen. Leute, das werden wir tun. Außer ich finde jetzt hier gerade was im Schrank, dann wäre ihm auch schon geholfen. So ist dem aber nicht. Abgemacht, Grisha. Du gefällst mir. Willst dich nicht unserem Team anschließen? Ich versorge dich auch. Nee. Schade. So, dann mache ich für nächstes Mal hier diesen Verschlag schon mal auf. Und ich gucke noch nach der Person da oben. Die scheint irgendwie eingesperrt zu sein. Ich werde sie nicht mehr belästigen. Du belästigst mich nicht. Alles gut, Kumpel. Alles gut. Wer sitzt hier oben? Oder ist das jemand, der auch noch Hilfe bedarf? Schauen wir mal. Das ist jemand, der hat vor einigen Tagen Hilfe bedurft. Der sieht schon leicht angewest aus. Halt durch, auch dir bringe ich gerne was zu essen bei. Mit. Ja. Hätte ich gewusst, dass es hier so harmlos zugeht, dann hätte ich eher jemand anders vorbeigeschickt, der mit einem größeren Rucksack besser hier aufräumen kann. Nichtsdestotrotz, ich bereite schon mal ein bisschen was vor. Das heißt, ich lege ein Außendepot an, beziehungsweise die Brechstange wollte ich noch behalten. So, und dann brechen wir hier schon mal ein paar Sachen auf. Dann haben wir nachher eine bessere Übersicht, was es hier mit zu holen gibt. Hier sind auch noch Tonnen. Ja, ein bisschen plündern. Der Bruno ist kein guter Plünderer. Der Rucksack ist eindeutig zu klein. Einmal schaffen wir noch. Ja, wie gesagt, wir müssen hier noch mal hinkommen. Jetzt haben wir es versprochen. Ich weiß gar nicht. Wenn man dann ein paar Tage später kommen würde, nehme ich an, findet man hier noch eine Leiche oder der ist einfach verschwunden. Nochmal. Wer soll denn die ganzen Sachen abholen? Das ist eigentlich unnötig hier. Zumindest den Bauschutt hätte ich da lassen können. Aber man weiß ja auch nicht, was man noch da drin findet. Okay.
Spätestens wenn der Winter anbricht, brauchen wir sehr viel Holz zum Heizen. Teilweise reicht noch nicht mal ein Ofen, um die Bude ausreichend warm zu bekommen, beziehungsweise die ganze Nacht warm zu halten. In der Nacht kann man ja kein Feuerholz nachlegen. So, ich nehme jetzt mal das Gewehr mit. Zucker, nee, den brauchen wir nicht. Nehmen wir die Zahnräder erstmal mit. Schaufel, Zigaretten, irgendeiner quatscht sich immer gerne ein. Holz nehme ich auch mal mit. Und dann sind wir weg. Ziemlich unspektakuläre Nacht, aber vielleicht interessant genug, wenn wir denen jetzt nochmal was zu essen beibringen, vorbeibringen. Tag 15. Ich habe es geschafft und das ohne eine Schramme. Ja, Applaus. Ach ja, wir sind ja wieder zu dritt. Schön. Machen wir es auch hier kurz. Alle essen Konserve. Muss mal schnell gehen. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel Zeit verplempern, wenn wir denen nur Brot vorbeibringen, beziehungsweise Konserven. Dürfen wir nicht vergessen, in den Rucksack zu packen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel der haben will. Ich nehme den mal. Zwei Dosen mit, einverstanden. Hungrig, leicht verletzt. Leicht verletzt, ja, dagegen kann ich immer noch nichts tun. Da kannst du dich nur ins Bett legen. Du bist müde, ist ja klar. Okay, hungrig, leicht verletzt und müde. Du könntest noch mal ein Säge. Moment, hungrig, du hast noch nichts gegessen? Dann machen wir andersrum. Ich sollte aufgrund der letzten Nacht ausschlafen, sagt er. Ja, ein bisschen arbeiten kannst du auch vorher noch. So, sie hat was gegessen. Irgendwie würde ich gerne noch eine Kleinigkeit bauen. Irgendwas, wir haben so viel Materialien angeschleppt, da muss man auch was raus machen. Der Ofen ist auch noch nicht verbessert worden. So, was haben wir hier? Alarmanlage geht nicht, das Thermostat brauchen wir zum Beispiel. Und dann geht das sogar schon in Richtung Anbau von Pflanzen, Beleuchtung dafür, Pflanzenlampe. Die Werkbank kann man noch aufrüsten. Ui, da brauchen wir aber 40 Kisten für. Hier gucke ich noch mal rein. Hier könnten wir noch mal eine neue Brechstange machen. Die andere ist schon fast abgenutzt. Ich blute aber nur ein bisschen. Ja, bist du verletzt? Ah ja. Okay, das war die Sache. Stuhl. Ein Sessel. Wollen wir uns einen Sessel gönnen? Ja, ein Sessel ist auch eine feine Sache hier. Bisschen was für die Moral machen. Wenn wir nämlich jetzt den Tag auch beenden, dann wissen wir nicht, ob uns noch jemand besuchen kommt. Die kommen meistens vor halb. So 20 nach halb ungefähr. So. Setz dich doch mal rein in den Sessel. So, wir brauchen unbedingt noch Kisten und Holz. Ja, jetzt rächt sich, dass wir eben mit dem Händler nicht gehandelt haben. Leicht verletzt, müde. Wir beenden den Tag, legen aber vorher alle ins Bett. Schlafen alle? Okay, erinnert mich daran, ich muss Lebensmittel mitnehmen. Tag beenden. Kommt keiner mehr. Lebensmittel mitnehmen, Lebensmittel mitnehmen. Diesmal schicke ich den Marco, der hat ein bisschen einen größeren Rucksack hier. Plündern, Wache stehen, im Bett schlafen, einverstanden. Wo war das nochmal? Baufällig besetztes Haus, ja. Lebensmittel mitnehmen. Zwei Konserven haben wir gesagt. Ja. Okay. Was noch?
Sägeblatt für die Leiche da oben. Unglaublich. Braucht man eine Schippe? Ich glaube nicht. Plündern. Los geht's. Das ist ja fast schon eine Rettungsmission. Wo bist du? Wie war nochmal der Name von dem? Habe ich vergessen. Da ist er. Guten Abend, mein Herr. Guten Abend. Ich bin hungrig. Ja, das weiß ich auch. Grisha heißt er. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bitte, ich wäre so dankbar, wenn ich es haben könnte. Schau mal, die Dose hier. Aber wollen wir ihn mal nicht zappeln lassen. Sie sind ein guter Mensch und das bei einer Dose. Was bin ich denn, wenn ich zwei Dosen gebe? Immer noch ein guter Mensch. Hätte ich mal lieber mehr mitgenommen. Ich will irgendwas noch Größeres sein als nur ein guter Mensch. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn man den ganzen Wagenladung mitbringt. Ob man dann noch irgendwas anderes ist. Ich glaube aber kaum. Okay, handeln. Er gibt mir dafür rein gar nichts. Nur die Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie ich mich jemals bedanken kann. Du könntest dich anschließen und mir jeden Tag eine Suppe kochen. Ich habe etwas, das sie interessieren könnte. Oho, hört, hört. Hier ist nur Zeug, ja. Was denn? Was hast du denn für mich? Ich werde es Ihnen zeigen. Kommen Sie mit. Sieh mal einer an. Der wäre uns hier fast verhungert. Der belohnt mich jetzt mit irgendeiner Kleinigkeit. Wäre aber gar nicht nötig gewesen. Schon okay. Schauen Sie, dort ist etwas Sonderbares hinter den Fässern. Ein Diamant und eine Flasche reiner Alkohol. Was für eine Kombination. Ja, die Firma dankt. Vielen Dank. Und dann halt den Kopf unten. Vielen Dank, werter Herr. Willst du nicht wirklich mitkommen? Schade. Mal jemand, der freundlich ist. So, wo war denn jetzt hier unser Spezialgast? Dafür verschwende ich jetzt ein Sägeblatt. Ich wette, auf der anderen Seite kann man auch ohne reinkommen. Hallo, guten Abend. Stören Sie sich nicht? Also hier liegt nichts Sinnvolles rum. Wofür habe ich mein Sägeblatt verschwendet? Vielleicht hier im Badezimmerschrank. Ein Diamant und zwei Kippen. Geht so, würde ich sagen. Hätte man sich auch schenken können. Der Diamant hört sich immer so toll an, aber so wertvoll ist er beim Handeln dann doch nicht. Ich bin immer relativ enttäuscht von dem. Da ist mir eine Packung Pillen lieber. So, Wasser. Ja, jetzt fange ich hier schon wieder an zu sortieren. So richtig glücklich ist das jetzt hier nicht. Ich brauche echt mal Verbandsmaterial. Hier komme ich auf jeden Fall nicht mehr wieder hin, deswegen sollte ich mir jetzt genau überlegen, was ich mitnehme und was nicht. Da warten größere Aufgaben auf uns. Gucken wir noch mal im Inneren. Naja, es ist besser als nichts. Vielleicht ist noch etwas übrig. Willst du noch mehr haben? Hat er schon alles aufgefuttert, was wir ihm gebracht haben? Hier ist noch was zu lesen. Das Bild ist wahrscheinlich vor kurzem gemalt worden. Reich aussehende Leute sitzen gemeinsam inmitten eines übersäten, zerstörten Gebäudes. Irgendeine Metapher nehme ich an. So, hier ist auch noch eine Lupe, just for fun. Gucken wir uns das mal an. Im Brief steht: Liebste Mascha, ich habe bei den Obdachlosen Unterschlupf gefunden. Ich bin kein Lehrer oder Künstler mehr, ich bin jetzt einer von ihnen.
Es gibt nicht viel zu essen. Einige meiner Freunde haben uns deswegen bereits verlassen. Ich habe eben gelesen, gegessen, aber egal. Aber mach dir keine Sorgen. Sobald ich mit meinem Gemälde fertig bin, werde ich mir eine geeignetere Zuflucht suchen. Aha. So, das war das. Ja, jetzt ist er wieder munter und sucht auch im Müll. Nehmen wir uns schnell, was wir brauchen, bevor wir uns hier einen Konkurrenten angefüttert haben. Davon brauchten wir ganz viel. Für was war das nochmal? Für die Heizung oder was? Die Diamanten, ja, die kann ich ja auch nicht liegen lassen. Zwei Patronen, Elektrokram könnte ich auch gebrauchen. Den Alkohol kann man gut tauschen und damit sind wir fertig. Auf Nimmerwiedersehen. Markus zurück. Tag 16. Gute Beute gemacht. Das habe ich schon mal gelesen. Ja, irgendwie kommen keine anderen Plünderer mehr. Unsere Bretter an den Wänden funktionieren, würde ich sagen. Hungrig, leicht verletzt, müde. Aber was sagt er denn dazu, dass wir geholfen haben? Ein weiterer sinnloser Tod? Unser Leben oder Tod kümmert niemand. Die Welt hat uns vergessen. Worauf bezieht er sich denn jetzt? Auf die Leiche, die er da gesehen hat? So. Konserventag, würde ich sagen. Allesamt an die Konserven ran. Wo ist die Katja? Die schläft. Ab ins Bett. Können wir was bauen? Gucken wir noch mal. Nein, jedenfalls kein Upgrade. Hier. Noch eine Falle. Alarmanlage, was fehlt uns da? Immer noch die Kiste hier. Ja, dann sparen wir erstmal auf eine Alarmanlage, würde ich sagen. Gitarre können wir auch nicht, ein Radio könnten wir machen, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Dann auch hier ab ins Bett. Leicht verletzt, kannst du dich eigentlich nur in Sessel setzen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Schaut wieder vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Würde ich mich freuen auf. Oh, da kommt einer. Wollen wir den noch machen hier? Hey, ich habe etwas, das Ihnen gefallen wird. Ach, das ist nur ein Händler. Nee, den machen wir nächstes Mal, wenn er denn dann noch kommt. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schenkt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis bald. Tschüss.